Ja, die Bürgerinnen und Bürger bekommen eine Plushaltestelle. Und das Plus bedeutet, glaube ich, ein Stück weit oder steht für den Mehrwert, den diese Haltestelle dann auch mitbringt. Wir werden am 6. Juli von 10 bis 14 Uhr Eröffnung dieser Plushaltestelle feiern dürfen. Dort wird es sozusagen den offiziellen Teil geben, die offizielle Eröffnung dieser neu gestalteten Anlage dort. Das heißt, wir werden dort unter anderem haben einen neuen Kioskbetrieb, der von der Lebenshilfe organisiert ist. Also ein inklusiver Kioskbetrieb, der sich auch dadurch auszeichnet, dass Menschen mit Einschränkungen sozusagen auf dem Arbeitsmarkt eine Chance bekommen und dann auch tätig werden können zu guten Preisen, will ich es mal nennen. Also auf der einen Seite natürlich auch für faire Gehälter. Dort, das sichert die Lebenshilfe zu und dafür steht sie auch. Aber auch für eine gesunde Auswahl an Produkten und Dingen, die angeboten werden, die dann auch, ich sag mal, einen vernünftigen Preis haben sollen. Wichtig dabei ist, es wird kein Alkohol und keine Tabakwaren geben. Das war uns wichtig als Stadt, aber auch der Lebenshilfe war es besonders wichtig. Wer das möchte, der darf dann gerne woanders sich diesen Genussmittel hingeben. Aber am ZOP selbst wollen wir es eigentlich nicht haben. Das Ganze wird mit einer überdachten Haltestelle ergänzt werden mit knapp 90 Quadratmetern Unterstellfläche. Wir werden einen Bike-and-Ride-Platz dort haben, das heißt mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Perspektivisch ist geplant, auch eine Leihfahrradstation am ZOP selbst zu installieren. Es gab in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, vermehrt auch die Diskussion darüber, was entsteht da und das ist alles nicht schick und warum macht man nicht alles zusammen. Ich habe es oft betont und tue das natürlich auch gern wieder. Die große Lösung, die kommt dann, wenn die A20 gebaut ist. Um diesen Schlenker zur Autobahn nochmal zu ziehen, ich bin nach wie vor sehr optimistisch, dass uns das im nächsten Jahr gelingen wird, dieses Bauprojekt ebenfalls zu starten. Aber es ist noch nicht so weit und solange wie wir das noch nicht haben, können wir einfach den ZOP auch nicht umgestalten. Es ist eine Bundesstraße, die nicht in unserer Zuständigkeit liegt. Erst wenn diese eine Gemeindestraße wird, haben wir auch die Planungshoheit über das ganze Gebiet. Und dann werden wir selbstverständlich auch darüber sprechen, den ZOP als Ganzes umzugestalten, umzuplanen, städtebaulich neue Wege, Konzepte zu entwickeln, die dann auch das Bild dort nachhaltig verändern werden. Aber erst, ich betone, nach Fertigstellung der A20 im Jahr 2030. Um auch das auf der Zeitschiene einmal deutlich zu machen. Daneben wird es sicherlich auch noch Erweiterungsmaßnahmen mit dem Ausbau der Bahn geben, mit Blick auf die Zweigleisigkeit, dazu aber zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch einmal mehr. Jetzt dürfen wir einmal festhalten, wir haben eine neue Plushaltestelle in Bad Segeberg ab dem 6. Juli diesen Jahres. Nutzen Sie ihn, wir haben eine öffentliche Toilette dort, auch das ist ein Unikum, wieder für Bad Segeberg. Wir haben gesagt, wir wollen es probieren. Dieser Platz wird Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Segeberg, zur Verfügung gestellt. Nutzen Sie ihn so, dass wir das auch weiterhin perspektivisch tun können. Achten Sie darauf, dass der Umgang mit diesem Platz gut, sauber und vernünftig läuft und dass wir nicht wie an anderen Stellen in der Stadt dort Vandalismusschäden erleben dürfen, dass die Toiletten verschmutzt, verunreinigt oder beschädigt werden, weil diese Maßnahmen können wir immer nur dann umsetzen, wenn sie auch eine gewisse Wertschätzung erfahren. Ist das nicht der Fall, müssen wir den Betrieb einschränken oder gar aufgeben. Das ist nicht in unserem Interesse und ich glaube auch nicht im Interesse der Menschen, die hier leben und das nutzen wollen in der Stadt. Es ist das Interesse von einigen wenigen Personen, die vielleicht andere Hobbys haben sollten, als Dinge zu beschädigen, die uns alle am Ende sehr viel Geld und Nerven kosten. Insofern achten Sie darauf, wenn Sie es können, dass auch dieser Platz vernünftig genutzt wird. Ich lade Sie dazu ein, den reichhaltig zu nutzen. Das heißt, dieser Platz lädt geradezu ein, belebt zu werden. Deswegen machen wir das. Wir machen es für die Menschen in der Stadt. Seien Sie gern dabei bei der Eröffnung. Wir freuen uns. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.